Hallo, ihr lieben Mitbürger dieser wunderschönen Erde oder auch im Geistigen wird es auch Gaia genannt oder der blaue Planet. Von unseren Raumbrüdern wird er auch Shen genannt. Ich begrüße Sie heute und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und vor allen Dingen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Wir haben Personen hier, die sind aus der Schweiz. Wir haben auch Personen hier, die sind von Österreich, welche von Flensburg, vom Bodensee, von der holländischen Grenze und auch direkt vom Raum Heidelberg, in dem wir unser Zentrum haben. Zuerst möchte ich Ihnen mal etwas erzählen und erklären über Huna. Und Kahuna, was das bedeutet. Huna ist ein polynesisches Wort und bedeutet Geheimnis. Und Ka ist auch ein polynesisches Wort und bedeutet Hüter. Also ein Kahuna ist schlicht und einfach ein Hüter des Geheimnisses. Im Deutschen kennen Sie mit Sicherheit das Wort Tabu. Das bedeutet, wenn jetzt du und ich etwas weiß und die anderen hier geht das nichts an, dann ist das für die anderen Tabu. Wir beide sind jetzt ein Hüter dieses Geheimnisses, das wir wissen. Und wenn Sie im Lexikon nachschauen, und zwar im Duden, da finden Sie eine Dreiviertelspalte über Tabu, unter anderem auch, dass Tabu polynesischen Ursprungs ist. Ich werde mit Sicherheit über die Ausbildung, die ja in 6 einzelne Stufen aufgebaut ist, wie Sie noch aus den Unterlagen wissen, das Vorstellungsvermögen in dem einen oder anderen Punkt enorm und extrem beanspruchen müssen. Warum? Schlicht und einfach, wir wollen hier Klartext reden und wollen hier nie um den heißen Brei herumreden. Ich sehe die einzelnen Schmunzeln schon, die anderen verziehen ein bisschen das Gesicht. Ja, das ist vollkommen okay, denn wir wollen hier Klarheit. Wir wollen in die Tiefe gehen. Also, das, was die Kahunas für sich als Geheimnis hatten, ist dank Freedom Long in der Öffentlichkeit jetzt frei sprechbar, weil Max Freedom Long bei einem Kahuna war und hat dort Wissen erhalten, ohne einen Eid abzulegen. Über die Geschichte der Kahunas, das Entstehen und Max Freedom Longs Ereignisse und die Freigabe, ich glaube, das reden wir anders mal darüber, denn wir wollen die Zeit hier nutzen, um in die Tiefe zu gehen. Aloha ist der Begrüßungsgruß der Hawaiianer. Aloha bedeutet, Alo heißt Geist, Liebe, also die Liebe im Geistigen. Ha bedeutet Energie. Wir kommen dann noch ausführlich darauf zu sprechen, während der Ausbildung über die Energie, denn die Ausbildung findet ja statt zum geistigen Genesungshelfer, geistigen Genesungshelferin, zur Energiearbeiterin, Energiearbeiter. Auch gleichzeitig nach Abschluss dieser 6 Ausbildungsstufen haben Sie, was Deutschland betrifft, einen eigenständigen Beruf, den Sie ausführen können, eine eigenständige Praxis führen können, ohne dass Sie damit mit dem Gesundheitsamt oder mit der Ärztekammer, mit einem Heilpraktiker oder sonstigen Behördlichen in Schwierigkeiten, in destruktive Berührung oder gar in problematische Situationen kommen können. Denn die Ausbildung erfolgt auch nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, dessen Erlass, und wenn man sich nach diesen Richtlinien hält, sie als eigenständige Beruf diese ausführen können. Also wir sind jetzt bei Energie. Aloha heißt also eine geistige Liebesenergie.
Wissen Sie, wie man das Wort Aloha ausspricht? Ich mache oft einen großen Schnitt und einen Themenwechsel. Deshalb jetzt Schnitt, Themenwechsel. Als die polynesischen Inseln entdeckt wurden von Captain Cook, kamen dann amerikanische Missionare und wollten dann diese Wilden, die sie von den Missionaren genannt wurden, wollten diese missionieren. Also sollten sie zu dieser Vorstellung, wie die Missionare haben, übergehen. Die Missionare wurden dann im Laufe der Zeit mit einem Kosenamen belegt. Der Kosename ist die Atemlosen gewesen. Warum die Atemlosen? Die atmen doch genauso wie jeder andere Mensch auch. Aber schlicht und einfach deshalb, weil sie keine Ahnung hatten, was mit dem Atem, mit der Macht, der Kraft des Atmens alles zu tun ist. Auch hier kommen wir während der sechsstufigen Ausbildung im Einzelnen in die Tiefe rüber. Nur mal so viel. Aloha, kennt ja jeder dieses Wort allein durch die Musik, durch den Schlager, Aloha je. Nur, wie man Aloha ausspricht, ganz einfach. Also, da atmet man aus. Bei H atmet man ein. Also, Aloha. Üben Sie mal. Ja, mach's mal mit. Aloha. Aloha. Ich weiß, es fällt dem ersten Zeitpunkt mal schwer, dass man beim Sprechen einatmen soll. Also, üben Sie es einfach und Sie werden sehen, eines Tages geht es Ihnen in Fleisch und Blut über und Sie haben eine ganz andere Lungen- und Atemtechnik und Atem. Und in der Lunge und durch das Atmen, durch diesen Sauerstoff, die Energie, wird ganz anders Ihren Körperzellen zugeführt werden. So viel mal als Vorspann. Kahuna ist auch eine psychoreligiöse Betrachtungsweise. Was heißt das jetzt? Oh, jetzt war ein Wort dabei. Psycho, das versteht dann jeder, unsere Psyche als solches. Religiöse Betrachtungsweise in diesem Zusammenhang. Eines ist absolut wichtig. Die ganze Ausbildung. Und auch die ganzen Termine, die nachher stattfinden, die ganzen Angebote, sind weder einer religiösen Organisation oder anderen Dingen zugehörig. Also absolut frei. Und das ist das Allerwichtigste, dass Sie Ihre eigenen individuellen Gedanken und Entscheidungen aufrechthalten, ohne dass sie beeinflusst werden durch irgendetwas. Also, Huna ist eine psychoreligiöse Betrachtungsweise. Jetzt müssen wir mal schauen, religiöse, was bedeutet denn das? Ich weiß nicht, ob der eine von oder andere von Ihnen Latein kann oder vielleicht das große Latinum hat. Dann schauen Sie mal rein, was Religio heißt. Religio bedeutet in sich gehen, in sich kehren. Und das wollen wir zum Ausdruck bringen. Also, dass wir mit unserer Psyche in uns hineingehen. Das machen wir jetzt mal weg. Ich habe hier unten einen Spruch. Wenn jemand Heilung sucht, frag ihn zuerst, ob er künftig bereit ist, die Ursache seiner Leiden zu ändern. Übrigens, Sie kriegen während der Ausbildung von uns ganz, ganz, ganz viel Skript mit, sodass Sie das nacharbeiten, vertiefen können. Also, wenn jemand Heilung sucht, frage ihn zuerst, ob er künftig bereit ist, die Ursachen seiner Leiden zu ändern. Was bedeutet das? Dass es Sinn macht, dass er mal in sich hineingeht und mal schaut, wie sieht es denn in mir aus? Denn durch meine über 30-jährige Erfahrung, wie ich mich mit Huna beschäftige, habe ich immer wieder erkennen müssen, dass die Leute, die zu mir kommen,
zu einer Sitzung, zu einer Genesungssitzung, dass sie eine körperliche Heilung erwarten. Aber die Heilung fängt zuerst mal im Geistigen, dann im Seelischen und dann im Körperlichen an. Und das ist mit dem Grund und eine Grundlage der gesamten Ausbildung. Und deshalb ist es mal wichtig zu erkennen, wer wir wirklich sind. Es gibt eine Religionsgemeinschaft, die hat verschiedene Richtlinien, verschiedene Ausdrücke, man nennt es auch Gebote. Da heißt unter anderem ein Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es stellt sich doch die Frage: Kann ich meinen Nächsten lieben wie mich selbst? Wenn mir jetzt noch das Wissen fehlt, wer ich selbst bin. Wissen Sie, wer Sie selbst sind? Ja. Sie sind der Franz? Ja gut, okay, aber wer ist der Franz? Da wissen Sie, wer Sie selbst sind? Die Doris, der Körper. Ja, wirklich sind Sie selbst der Körper? Oder wissen Sie, wer es ist? Wissen Sie wirklich, wer Sie selbst sind? Und wie kann ich meinen anderen lieben, wenn mir noch fremd ist, wer ich wirklich selbst bin? Und genau da wollen wir jetzt mal reingehen. Mein Selbst. Wer bin ich wirklich? Ganz einfach. Sie sind ein geistiges Wesen. Sie sind Geist. Deshalb Gedankensprung. Wer von Ihnen hat etwas dagegen, wenn ich Sie künftig mit Ihrem Vorname anrede oder mit dem Du anrede? Was ich vorhin ja schon mal gemacht habe, beim Franz und bei der Doris. Denn wenn wir erkennen, dass wir alle geistige Wesen sind, dass wir alle aus dem gleichen Ursprung sind, ist es dann noch wichtig, dass man dann mit Sie, mit einem Abstand angesprochen wird? Oder ist jemand dabei, der diesen Abstand haben will? Gerne spreche ich mit dem Sie an. Aber bei den anderen, die jetzt keine Meldung gemacht haben, bleiben wir dann beim Du. Also, wer bin ich wirklich? Du bist ein geistiges Wesen. Ein Selbst. Und jetzt muss ich zum ersten Mal die Vorstellungskraft etwas beanspruchen. Und zwar, wir sind niemals ein einziges geistiges Wesen, sondern wir sind zwei geistige Wesen. Wir sind zwei geistige Wesen in einem. Also zwei Selbste. Ich sehe schon die Gesichter, die so fraglich sind, wie kann sowas sein? Ja. Ich kann sie beruhigen. Mir ging es am Anfang auch so, bis ich dann dahinter gekommen bin, warum es so ist. Eines möchte ich Ihnen auch vorab mitteilen. Ich beschäftige mich schon über 30 Jahre mit dem Thema. Es wäre töricht von mir zu erwarten, dass Sie nach Ende dieser Ausbildung, dieser anderthalb, zwei Jahren, genauso sattelfest sind, genauso fest in diesem Wissen sind, wie ich es in dieser langen Zeit bin. Deshalb gibt es ein Telefon, wenn Fragen sind, einfach anrufen und sagen: Hallo, ich bin der und der, ich habe da eine Frage. Kann ich sich direkt gleich beantworten, werde ich es tun. Sollte der Zeitpunkt etwas unangenehm sein, dann vereinbaren wir einen Termin, wann wir miteinander telefonieren und dann können wir auf die Frage intensiv eingehen. So. Zurück zum Selbst und doch beim Telefonieren bleiben. Wer von Ihnen, von euch, wir sind ja beim Du, wer von euch hat zu Hause kein Telefon?
Ich sehe, da bleiben alle Hände unten, also hat jeder ein Telefon. Was geschieht denn, Frage, was geschieht denn, wenn du deine eigene Nummer anrufst? Übrigens, das wird jetzt noch öfters vorkommen, dass ich du und sie noch in Kombination bringe, bis ich mich voll mit der Gruppe hier dran gewöhnt habe. Was passiert, wenn du jetzt deine eigene Nummer anrufst? Belegt. Ja, genau, richtig. Gut, belegt, ja. So, was passiert denn? Andere Frage. Kennt ihr den Ausdruck Selbstgespräche? Mit wem sprecht ihr denn da? Wenn ihr nur ein einziges Wesen wärt, könnt ihr doch praktisch gar keine Kombination, kein Gespräch führen. Was wäre denn dann? Wäre doch eine reine Einbahnstraße. Ihr würdet ja keine Antwort bekommen. Das heißt, die Selbstgespräche, wir haben ein mittleres Selbst und ein unteres Selbst. Und da spricht das mittlere Selbst mit dem unteren Selbst in uns und das untere Selbst spricht mit dem mittleren Selbst in uns. Übrigens, die Ausdrücke mittlere Selbst, untere Selbst sind deutsche Aussprüche. Auf Polynesisch, die Hawaiianer sagen zum unteren Selbst Unihipili und zum mittleren Selbst Uhane. Frage. Wer ist damit einverstanden, dass wir in der deutschen Sprache bleiben und die hawaiianischen, polynesischen Wörter nur so am Rande nehmen, um die Brücke vom Hawaiianischen ins Deutsche rüberzubringen? Denn alle von Ihnen können ja Deutsch und sind der deutschen Sprache mächtig und es ist mir nie daran gelegen, jetzt einen Sprachkurs auf Polynesisch zu machen. Es soll nur mal so viel sein, auf Polynesisch und im Polynesischen, die haben keine 26 Buchstaben wie wir im deutschen Alphabet, die haben nur 24 Buchstaben. Und oft ist ein Buchstabe in der Kombination eine ganz, ganz andere Bedeutung wie derselbe Buchstabe in einer anderen Bedeutung. Zum Beispiel der Buchstabe A bedeutet versenden, von einem Punkt zum anderen gehen, etwas verschicken, etwas erhalten. Also ein Wechsel von einem Punkt zum anderen Punkt, sowohl im Materiellen als auch im Geistigen. Nehmen wir jetzt den Buchstaben A und setzen vor diesen Buchstaben A noch ein L hin, also LA, das heißt Erleuchtung, Erkenntnis, Klarheit. Wir nennen es auch Gedankenblitz oder mit dem Kronleuchter aufgegangen, Intuition oder Licht. Und jetzt eine Frage, wer kennt sich in anderen religiösen Organisationen auf? Nur in den christlichen Religionen ist die sogenannte Gottheit in einer Verkörperung dargestellt. Gehen wir in die anderen Mitbewohner dieser Erde, die haben dann das Licht, das für sie das Absolute, alles in einem ist. Also, das Licht, und sie nennen es Allah. Weiterer Punkt. Wer von Ihnen kennt den Ausdruck, von A nach B zu gehen? Auch das fällt unter dieses A. Von A nach B zu gehen. Die Hawaiianer bilden das Wort, der Buchstabe A, versenden, verschicken, gehen und so weiter. Also. Und hier gehen wir, jetzt kommen wir zurück, unser mittleres Selbst zum unteren Selbst. Das mittlere Selbst nimmt mit dem unteren Selbst Kontakt auf und das untere Selbst gibt dem mittleren Selbst die Informationen.
Mit Sicherheit fällt es jetzt in dieser Zeitepoche, in der wir sind, leichter als noch vor vielen Längen, vor vielen, vielen Jahren. Denn dank Sigmund Freud, der ja die Psychologie etwas erweitert hat, ist mit Sicherheit jedem bekannt, dass wir ein Bewusstsein haben und ein Unbewusstsein. Und genau das ist hier zum Ausdruck. Das Bewusstsein, das mittlere Selbst und das Unbewusstsein, das untere Selbst. Wenn dem so ist, setzen wir einfach mal voraus, dass es so ist. Ist es dann sinnvoll und macht es dann Sinn, zu erfahren, welche Aufgabe und welche Kompetenz das mittlere und welche Kompetenz das untere Selbst hat? Ja, ich sehe die fragenden Blicke. Ja, okay, gut, ja. Okay, gerne, gerne, ja. Das mittlere Selbst hat nur die freie Entscheidungsfähigkeit und den freien Willen. Das heißt, mit dem mittleren Selbst, mit unserem Bewusstsein, üben wir den freien Willen und die freie Entscheidungsfähigkeit aus. Kein Punkt mehr. Das untere Selbst ist unser dienende Selbst. Das untere Selbst geht an die Aufgabe, an die Arbeit, diesen Auftrag, den das mittlere Selbst durch den freien Willen und durch die freie Entscheidungsfähigkeit dem unteren Selbst gegeben hat, Selbstgespräche, auszuführen. So, ihr lieben Mitbürger, weitere Details, wie die ganze Wirkungsweise ist, werden Sie dann in der Stufe 1 und noch viel, viel mehr, die da bei der Ausbildung ist, erfahren. Das, was ich Ihnen hier rübergebracht habe, soll einmal ein Einblick sein, damit Sie sehen, in welcher Tiefe wir während der Ausbildung gehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meinen Worten intensiv zu lauschen. Die Anwesenden, die hier sind, wir machen natürlich weiter. Wir gehen natürlich voll hinein, wie das Ganze hier funktioniert zwischen dem mittleren Selbst und unteren Selbst. Ihr braucht keine Angst haben, ihr müsst jetzt nicht schon wieder nach Hause fahren und meines habe ich den weiten Weg hierher gemacht und erfahren nur ein kleines bisschen. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, war ausschließlich jetzt für den Sender und ich bedanke mich herzlich, dass Chat bereit ist, diese Aufnahmen zu machen und Ihnen zu Hause in Ihrem bequemen Wohnzimmer zur Verfügung zu stellen. Also, dann bis bald. Es kommen noch mehr von diesen Folgen.